Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße euch lieben Sternzeichen hier ganz herzlich willkommen. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gelesen, dass ich die Videos, die Readings vom 16. bis 22. Januar kurzfristig rausnehmen nicht musste. Das war meine eigene Entscheidung, weil ich von einem Orakel-Set die Nutzungsrechte, das heißt Nutzungsrechte, ja so ab, dass ich sie bei YouTube verwenden darf, sage ich mal so, nicht verwenden durfte. Das lag daran, dass ich das Buch, was dabei ist, darf ich verwenden, da habe ich die Rechte für bekommen, aber für die Karten nicht, was ja auch sehr sinnfrei ist, weil die Karten wurden halt in Österreich, in Wien produziert und die nehmen dafür 150 Euro plus Mehrwertsteuer, dass ich sie in die Kamera halten darf. Fand ich Bauchgefühl komisch. Aber ich ärgere mich da jetzt auch nicht drüber. Ihr habt natürlich jetzt den Vorteil, ihr bekommt nochmal neue allgemeine Readings mit einer neuen und frischen Energie. Und die werde ich natürlich auch heute noch machen. Ich wollte eigentlich zum Sport. Das stelle ich jetzt zurück für euch. Und ja, lege heute Abend dann nochmal die Karten. Und ich hoffe, dass ich vielleicht alle 12 Videos noch schaffe. Ansonsten würde ich damit morgen nochmal weitermachen. Weil das ist ja ein Hobby von mir. Das ist also jetzt nicht mein Beruf in dem Sinne. Daher bitte ich dann auch um Verständnis, wenn die halt dann nicht ja, so pünktlich dann halt jetzt erscheinen werden. Aber ich gebe mir, wie gesagt, Mühe, dass ich noch möglichst viele heute schaffe. Ich muss das aber dann noch immer schneiden, ein bisschen hübsch für euch machen. Ja, und infolgedessen brauche ich natürlich da immer ein bisschen Zeit für. Ich habe meine Tiere ja auch noch. Und das Leben läuft ja auch weiter, sodass man nicht immer sagen kann, okay, ich verkummel mich jetzt hier und mache den ganzen Tag Videos. Also da bitte ich um Verständnis. Genau, wenn ihr momentan heute eine Unruhe verspürt habt, vielleicht haben das einige von euch, vielleicht wurde das so spät Nachmittag bei euch was. Ich habe es gemerkt und zwar, ja, warum ist das so? Heute um 16.17 Uhr ist die Mondenergie, steht momentan in Opposition, also der Mond steht in Opposition zum Uranus. Und Uranus ist ja der Planet vom Wassermann. Und das kann auch schon mal so ein bisschen Unruhe verursachen. Ja, Merkur wird diese Woche wieder direktläufig. Und zwar alles spürt man momentan so, kommt in Gang. Na, am 18.01.2023 wird der Merkur direktläufig und Mars ist seit letzter Woche direktläufig. Als kleiner Rat, wenn ihr Entscheidungen noch momentan aktuell treffen müsst, wartet dann noch ein bisschen, vorausgesetzt, die Möglichkeit habt ihr. Weil die Energie, die wir momentan so haben, sollte man nicht so wirklich, man sollte ihn noch ein paar Tage zurückstellen, dann ist das besser, als kleiner Tipp. Ja, die Sonne macht sich jetzt auf, den Steinbock zu verlassen. Freitag wird die Sonne in den Wassermann gehen. Der Pluto ist ja der langsamere Planet. Der wechselt auch im März in den Wassermann. Und das Ganze dann bis 2044. Er war jetzt seit 2008 im Sternzeichen der Steinbocks. Und hier wird sich natürlich dann auch euch besonders die Energie anders präsentieren. Das wäre dann nämlich die Skorpionenergie, die wir damit verspüren. Und der abnehmende Mond steht halt auch im Sternzeichen des Skorpions. Ja, am 17.01., das wird morgen sein, und zwar um 18.33 Uhr wird der Mond den Skorpion in Richtung Schütze verlassen. Auch das werden einige von euch in der Energie merken. Ja, und Ende der Woche, am 21.01.2022, das müsste der Sonnabend sein, wird der Neumond, wenn wir Neumond in dem Wassermann haben. Ja, und die Energie vom Steinbock wechselt dann auch in den Wassermann. Und das werden wir also ganz deutlich spüren. Das wird also eine Vorwärtsenergie sein. Sternzeichen Wassermann sind ja mal Freigeister. Unsere Idee, unsere Intuition werden wieder mehr. Unsere Gedankenwelt wird wieder mehr befeuert. Und ja, kann man sich drauf freuen. Ja, das wäre so mein Thema, mein Ausblick für die kommenden Tage im Bereich Astrologie und Energien. Und wir machen uns jetzt ran, dass wir gleich in eure einzelnen Readings gehen. Beachtet immer bitte, ich kenne euch nicht persönlich. Das sind allgemeine Readings für das Kollektiv der Sternzeichen. Folgedessen, mach die Legung auch bitte nicht zu deiner eigenen, wenn du damit nicht in Resonanz gehst. Solltest du hiermit nicht in Resonanz gehen, macht es vielleicht auch mal Sinn, oder selbst wenn du auch mit in Resonanz gehst mit deinem Sonnenzeichen, dass du vielleicht auch mal in deinen Aszendenten, in dein Mond- oder Venuszeichen schaust. Das kann man ganz einfach auf Google eingeben, kostenlos berechnen des Mondzeichens. Dazu brauchst du Geburtsort, Geburtsdatum und die Geburtsurzeit. Und schon seid ihr schlauer und könnt das auch nutzen. Ja? Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen lieben Kommentare, die ich in letzter Zeit auch bekomme. Auch die Feedbacks. Ich habe jetzt nicht alle Namen parat. Bitte verzeiht mir, wenn ich euch nicht persönlich jetzt damit anspreche. Das gibt mir ganz, ganz viel. Denn wenn ich das für euch mache, das ist auch wirklich Arbeit.
Und wenn ich dann auch mal ein Feedback bekomme, dass zum Beispiel die eine Legung euch besser gefallen hat, dass mit der Einstellung euch besser gefällt und das andere, das ältere Video vielleicht besser war, das sind so ganz, ganz wichtige Impulse auch für mich. Und darüber freue ich mich unheimlich. Ne? Und alle die, die mir schon Kommentare geschickt haben, werden es gemerkt haben, ich beantworte wirklich jedes Kommentar. Nicht immer genau pünktlich zur Zeit, wenn ihr die losschickt, aber sobald ich wieder Zeit habe und sitze am Rechner, dann freue ich mich immer sehr, sehr und beantworte die alle. Ich möchte mich auch bedanken für euer Vertrauen, für die Abos. Finde ich ganz, ganz toll und das hilft mir wirklich. Das ist sehr, sehr wichtig für meinen Kanal. Daher auch nochmal Dankeschön. Ihr seid super. Ein Like für euch. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir ein Like da lässt. Ja, das ist quasi so die Belohnung meiner Arbeit. Ne? Wenn du sagst, Mensch, war eine tolle Legung, ein Like, ich finde das toll, freue ich mich auch immer sehr, sehr drüber. Und wenn du halt mal was nicht so toll gefunden hast, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir die Möglichkeit gibst, dass du es mir mitteilst, weil nur so kann ich ja auch dementsprechend auf euch eingehen. Aber ich hoffe, es gab schon sehr, sehr viele positive Resonanzen, wo ich mich auch, wie gesagt, wirklich von Herzen drüber gefreut habe. Ganz, ganz toll. Ich danke euch dafür. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit in eure einzelnen Legungen. Ich wünsche euch wie immer viele Erkenntnisse, viel Spaß und ja, wünsche euch immer allzeit das Beste und jetzt geht's auch los. Bis gleich! Hallo, meine Liebeskollektiv der Krebse. Ja, ich begrüße dich zu der allgemeinen Legung, allgemeinen Reading für dich und wir starten auch direkt durch. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv der Krebse. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben? Ja, ich bereite die Karten vor. Wir schauen mal, welche Botschaften, welche Energien die Karten für euch haben, ihr lieben Krebse. Ich hoffe, der Januar war bis jetzt zu euch nett und freundlich. Das neue Jahr ist gut gestartet. So langsam ist ja alles wieder in Routine. Also mich hat die Arbeit auch wieder völlig wieder zurück. Die schöne ruhige Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr liegt schon wieder hinter uns. Und ja, wir schauen dann mal weiter, was die Energien uns so bringen. Ne? Zwölf Karten brauchen wir erstmal. Klärungskarten wäre nötig. Und wir schauen mal. Eieiei. Schon wieder. Ja, die ähnliche Legung hatte ich heute schon mal mit diesen Karten. In einer etwas, ja, fast gleich. Ich muss jetzt nur mal lügen, welche Sternzeichen das war. Komme ich jetzt nicht mehr drauf. Sehr ähnlich, ja. Ja, ihr lieben Krebse, wir haben momentan hier als Start 7 der Schwerter. Wie ihr schon erkennen könnt, der gute Mann, der jetzt hier drauf gemalt ist, der ist jetzt nicht gerade glücklich. Hat auch keinen Grund zu. Denn 7 der Schwerter steht jetzt immer erstmal so für hier war jemand falsch zu dir. Es geht hier möglicherweise um Hinterlistigkeit, Betrug. Kurz gesagt, jemand war nicht ehrlich zu dir. Da stiehlt sich auch jemand so davon. Ja? Das kann in der Liebe sein, das kann natürlich auch im Beruf sein. Wir schauen weiter. Da haben wir die Herrscherin. Das ist die Karte Nummer 3, die im Stier zugeordnet. Ja, hier geht es um Loslösung. Auch in eine Frau, die sehr fruchtbar ist und auch sehr positiv für mögliche Schwangerschaften. Die Karte steht auch für Wachstum und für einen Neubeginn. Wenn bei dir gerade was nicht in Ordnung ist, du einen Wunsch hast, wo du momentan dran arbeitest, dann wird dieser Wunsch auch wahr werden. Und zwar richtig schön wahr und du bekommst noch oben was drauf. Das ist eine sehr warme Karte. Das hat auch was mit einer gewissen Botschaft zu tun, die dich erreichen wird. Du sollst neue Aufgaben auch gelassen entgegenkommen, weil du hast hier die absolute Herrschermacht. Und wie du auch schon siehst, ne, sehr fruchtbar hier alles. Also Thema Schwangerschaft, wenn das bei euch hier ist, dann ist das definitiv universumsmäßig gesteuert. Göttliche Fügung, ja. Rat des Schicksals, auch eine Karte aus der großen Arkana. Die ergänzende Karte für den Schützen. Ja, der Fluss und Kreis des Lebens. Ne? Es wird hier eine überraschende Wende bei euch passieren. Da sind Erfahrungen im Leben, Wandel, Anpassung, aber es soll auch so sein und du hast hier Rückenwind vom Universum. Ja, wunderschöne Energie. Und neben der Sonne. Und die Sonne ist auch eine ganz große Glückskarte im Tarot. Das ist eine ergänzende Karte Sternzeichen Löwe.
Und die steht für ganz großes Glück, für erfüllte Hoffnung, für Klarheit. Das ganz große Ja im Tarot, sage ich immer. Und hier haben wir wieder den Kinderwunsch, der hier positiv beantwortet wird. Das Kind übrigens symbolisiert jetzt nicht Baby, sondern es symbolisiert alles Neue in deinem Leben. Diese rote Umhang steht natürlich immer für Kraft und Leidenschaft. Also ich merke hier ganz deutlich das Thema Schwangerschaft bei euch, lieber Krebs. Und du hast noch was zu bearbeiten, nämlich mit 6 der Kelche. 6 der Kelche steht immer, ist so die Karte in der Vergangenheit, die Vergangenheitskarte. Ne? Möglicherweise denkst du noch an Ereignisse, Emotionen aus der Vergangenheit. Das können gute und schlechte sein. Nur du musst es bearbeiten. Das können Sachen aus der Kindheit sein, das können möglicherweise alte Liebe sein, möglicherweise alte Erfahrungen in deiner jetzigen Beziehung und die sind zu bearbeiten. Ja? Und das schaffst du auch. Denn 3 der Münzen, das ist die Münzenergie, ist eine sehr stabile Karte. Das sind Dinge, die sind zum Greifen nah. Du hast hier auch schon sehr viel in Gang gebracht. Im Beruf könnte es auch dafür stehen, dass ihr gut im Team zusammenarbeitet. Ihr macht was gemeinschaftlich. Das kann auch in einer Beziehung sein. Ne? Ist beides hier möglich. Es wird auf jeden Fall gemeinschaftlich gemacht und ihr werdet hier auch in einen Ertrag kommen. Der Ritter der Schwerter. Ja, das ist immer so die streitlustige Zicke im Tarot, sage ich immer. Ne? Oder der Troublemaker, kann man auch sagen. Hier ist jemand reifer als du. Das ist schon jemand, der auch dich beschützen kann, der für dich auch kämpft und für dich einsteht und auch ja, für alles, für die Klarheit im Leben. Der sagt aber auch, du sollst die Herausforderung annehmen. Ja, das können einmal deine Gedanken sein, die das sagen. Schwertenergie sind auch immer Gedanken. Das kann aber auch ein Zwilling, Waage oder Wassermann sein. Ja, das musst du halt für dich einmal prüfen. Dann haben wir hier das Gericht. Ja, das ist, du wirst hier Erlösung erhalten. Das ist immer die Karma-Karte. Ne? Es geht hier um Erneuerung und um Einsicht und Entwicklung und um Wachstum. Das sind so die großen Botschaften. In der Liebe, wenn das Thema Liebe bei dir noch was mit zu tun hat, ist es noch eine Frage offen bei dir in der Liebe, in der Beziehung, die noch nicht beantwortet wurde. Da geht es aber auch vorwärts. Du hast schon wieder eine Karte aus der großen Arkana. Das ist der Wagen, das ist dem Krebs zugeordnet. Das ist nämlich eure Karte, lieber Krebs. Und hier geht es um Durchsetzungsvermögen. Umzugswagen im Tarot heißt, es geht immer voran. Und zwar schnell voran. Und zwar mit all mit deinen Ecken und Kanten. Es geht hier voran. Ja? Ja. Königin der Kelche. Möglicherweise ist das dein Gegenüber. Die Königin der Kelche ist natürlich eine ganz andere Energie als die Münzenergie. Ne? Königin der Kelche ist immer so unsere Gefühle, Intuitionen. Hier kannst du einer Sache oder Beziehung kannst du dich ganz hingeben. Hier geht's, sind so unsere Gefühle angesprochen. Ne? Das geht so um die, so die Herzenskarte. Du sollst den Gefühlen freien Lauf lassen. Du sollst auch nach deinen Gefühlen handeln und möglicherweise deinen Kopf ausschalten und nicht auf den ja alles durchdenken. Ja. Das ist hier die Botschaft. Und du sollst auch aufpassen, weil wir haben hier eine Illusionskarte. Du siehst ja hier, da sind so viele Versprechen. Ne? Das ist so die Träume-Illusionskarte in der kleinen Arkana. Möglicherweise gibt es hier viele Wünsche, viele Träume, hat ja jeder, die aber auch schwer umzusetzen sind. Und du sollst dir die Spreu vom Weizen trennen und dich einfach mal fragen, was ist hier tatsächlich machbar? Denn wenn ihr euch in der Liebe, auch der Partner euch viele Träume habt, ist das erstmal wunderschön. Viel Fantasie ist auch wunderschön, aber wenn das alles auf Fantasie beruht, dann ist das nicht gut. Möglicherweise ist es auch so, dass dein jetziger Partner oder jemand, der neu in dein Leben kommt, ne, Element Wasser, Fische, Skorpion, Krebs, könnte aber auch deine Energie sein. Das musst du so mit der Pinzette nehmen, dass hier jemand dir falsche Versprechen macht, die gar nicht stimmen. Ja. Du sollst auf deine innere Stimme hören. Page der Kelche. Es ist ja, könnte eine Person sein, die noch sehr unreif ist, die jünger ist als du, sehr schüchtern ist. Ist nicht deine eigene Energie, spüre ich hier ganz deutlich. Du sollst hier auf deine innere Stimme hören und das symbolisiert auch der Fisch in dem Kelch hier. Hör auf deine innere Stimme. Ganz wichtig. Ja.
Ihr Lieben, ich werde noch mal schauen, was das Medienorakel für euch an Ergänzung hier hat. Silberbach. Öffne dich dem silbernen Licht, reinige dich und stecke das Feld der Intuition. Ja, hör auf deine innere Stimme, ihr Lieben. Ganz wichtig. Ja, ich hoffe, die Legung hat euch gefallen, ihr lieben Krebse. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und auch kein Video mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Mir hilft das ganz doll. Und wenn du mir was Nettes hinterlassen möchtest, Kommentar, freue ich mich natürlich auch immer wahnsinnig. Ich wünsche dir noch einen schönen Rest Januar. Alles Liebe, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.